Willkommen zurück zu Legend of Zelda The Wind Waker. In der letzten Folge hatten wir jetzt den Dekobaum nochmal gerettet und den Chuchus. Nun sind wir jetzt im zweiten Dungeon, also im verbotenen Hain. Und es gibt auch viele, viele Gegner hier. Na komm her. Also jetzt diese Gegner jetzt mal platt machen. Wenn jetzt keine weiteren Gegner jetzt mehr im Weg stehen. Oh, noch mehr Rubine, Rubine, Rubine. Ja, der grüne Schleim ist natürlich für Magie. Was wir aber eher weniger brauchen, weil es gibt so viele unzählige Magic Wobbles, die natürlich unter dem Gras immer befinden. Was wir jetzt tun müssen, ist natürlich diese große Dekonuss zu nehmen. Und es gegen das Auge zu werfen, damit wir den nächsten Weg freimachen können. Nun können wir jetzt dürfen wir bloß nicht diese Dornarmen treffen. Ja, noch ein bisschen mehr. Einmal. Hep. Dann haben wir noch etwas. Mehr. Oh Gott. Natürlich können wir auch wahrscheinlich eine Bombe nehmen. Bin mir nicht ganz sicher. Ach nee, das war jetzt ziemlich gut. Nicht gut. Ja, die Bombe können wir auch zum Beispiel nehmen, statt eine Dekonuss. Und da haben wir jetzt noch einen weiteren Raum hier gefunden. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr mit dem Blatt jetzt arbeiten. So, jetzt müssen wir dann irgendwie nach oben kommen. Zack! Und zack. Oh nein! Nach oben bitte. Ja, mindestens droppen die auch ein paar Herzen, die Gräser. Aber zerstören können wir diese Viecher. Luftstoß, damit sie jetzt nicht fliegen, auf uns zufliegen können. Und die Golden landen auch ein paar goldene Feder raus. Genauso wie diese Vögel, die wir gesehen haben im ersten Dungeon. So, wir wollen die Feder dann nochmal mitnehmen. Random mitnehmen. Machen wir das noch links da war. Ich dachte, da gab es noch jetzt nur diese fleischfressenden Pflanzen hier. Ja. So. Nochmal ein bisschen extra das hier mitnehmen. Ich weiß nicht, was die Pflanzen machen. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich muss mal echt nochmal nachschauen, weil es war schon ewige Zeit her, seit ich jetzt Wind Waker gezockt habe. Und ja, diese Sache bleibt jetzt da. Manche Sachen bleiben jetzt hier, die dann nötig sind, hier hochzukommen. Wie das hier zum Beispiel.
So, dann gehen wir nochmal nach oben. Jetzt geht es noch vom Stockwerk zu Stockwerk immer noch höher. So, dann bringen wir jetzt mal die Seilwagen hier zu uns rüber. Ich glaube, ein Windstoß hat ja gereicht, so wie es aussieht. Und hepp! Und da ist eine Dekonuss. Aber keine Sorge, die Dekonuss explodiert ja nicht, wenn wir dann einfach nur so ablegen oder hinwerfen. Dann bringen wir das jetzt mal zur nächsten Seite wieder zurück, wo wir gekommen sind. Naja, das war jetzt nicht so, wie ich mir das geplant hätte, aber okay. Nicht so, wie ich das geplant hätte, aber okay. Ja, der explodiert ja sowieso selbst, aber wir kriegen keinen Schaden. Das heißt, wir müssen jetzt wieder von vorne anfangen. In diesem Prozedere. So. Hä, ich bin doch jetzt richtig gesprungen. Die Kamera kann auch mal Streiche spielen. So, diesmal haben wir es jetzt richtig gemacht. Müssen wir das irgendwie richtig machen? Ich weiß nicht wie, aber... Ich weiß schon wie. So, jetzt müssen wir das schnell machen, dass die Zeit begrenzt ist. Boah, fuck, schon wieder verkackt. Mann. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Entweder muss ich es etwa von der Seilbahnkabine werfen. Das wäre noch die letzte Möglichkeit. In manchen bestimmten Teilen kommt der Link hoch, in manchen bestimmten Teilen ja leider nicht. Wieder daneben. Ja, mit dem Deko-Bomb handelt es tatsächlich um denselben Deko-Bomb, den wir schon in Ocarina of Time getroffen haben. Also ich bin jetzt wahrscheinlich aber hunderte von Jahre oder tausende Jahre nach den Ereignissen von Ocarina of Time. Wo der Held natürlich, der Held der Zeit natürlich versagt hatte, Hyrule zu retten. Und er nicht mehr zurückgekehrt ist. Nein! Warum denn? Ach, Mann! Langsam reicht's mir. Bitte, jetzt habe ich es richtig gemacht. Mindestens noch diese Zeit hat gereicht. War ja klar, dass wieder das war in der Falle. Wir müssen jetzt irgendwie dann wegpusten, oder? Ja. Ach, Feuer. Na bitte. Wieder mal offen. Und dann werden wir wahrscheinlich jetzt wieder ein weiteres Dungeon-Item bekommen. Das wird jetzt nicht das einzige Dungeon-Item sein, dass wir nur fliegen. Ich glaube, wir kriegen jetzt einen Bumerang. Denn dort kann ich jetzt nichts anderes ahnen. Wir müssen ja selbst in Ocarina of Time hatten wir auch einen Bumerang bekommen. Falls ihr noch das Let's Play damals gesehen habt. Von mir. Für diejenigen, die es nicht gewusst haben, könnt ihr euch nachschauen auf meinem Kanal.
So, jetzt müssen wir aber einen Weg finden. In dem müssen wir jetzt tatsächlich nach unten gehen. Mal überlegen. Oh Mann. Muss ich jetzt etwas mit dem Blatt rumspielen? Und warum dreht die Kamera in die falsche Richtung? Das verstehe ich noch nicht. Ah, Bingo. Nee, das war jetzt die falsche Taste. Tarzan-Stil. Rüberkommen. Oh, das war ziemlich knapp. Okay, bleibt jetzt da? Nee. Na komm. Hep. Einmal hier entlang. Ich habe schon gedacht, da kommt jetzt ein Rubin-Raubschleim, aber sowieso sieht doch nicht. Was ich dabei denke, ne? So, dann müssen wir jetzt mal die andere hier nehmen. Na Bingo. Die andere Tür können wir unten nicht öffnen. Da brauchen wir natürlich einen Bumerang. Und das haben wir jetzt derzeit nicht. Also müssen wir auch jetzt aufpassen. Weil es könnte auch sein, dass Dornen auch noch wieder auftauchen, wie es früher war. Das ist eine gerade schnurstracks Strecke, aber... Hä? Ich hab's gehört. Ah ja, klar. Kletten, natürlich. Die machen aber keinen Schaden, die verlangsamen mich nur. Die kann man natürlich mit dem Schwert sie fertig machen. Durchschütteln. Hier befindet sich ein gelber Rubin. So, jetzt müssen wir aber da irgendwie da drüber kommen. Kommen wir jetzt locker durch. Okay, das ist wieder so ein Art Labyrinth. Müssen wir aber langsam vorangehen. Wollt sie Dornen auftauchen, dann können wir nicht durch. Wollt sie nicht auftauchen, dann können wir durchkommen. Okay, dann müssen wir dann tatsächlich hier durch. So, nehmen wir mal dort die Bombe ab. Die Sonne können wir zum Glück leider nicht erledigen. Und in dieser Truhe befindet sich ein Kompass. Ich musste leider mein Gameplay jetzt ein bisschen leiser stellen. Sorry, dass jetzt etwas leise war. Die letzten 14 Minuten. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass die Musik etwas zu laut war.
Internet taucht hier nicht auf. Ich kann hier auch schon den Hintergrund hier sehen. Durch diese Wand. Sicher ist da eine Bombe, oder? Tauchen jetzt ein paar Herzen auf, hier und mal da. Die Frage ist jetzt, wie bringen wir jetzt diese Bombe hier rüber? Entweder brauchen wir jetzt mal eine Aua. Also mich das jetzt trifft. Nein. Oh Mann, was mache ich denn da? Ich trottel, ich muss werfen. Das hat nicht gereicht. Ja, die Pflanzen können wir leider nicht zerstören. Das ist leider das Problem hier. Hier ist aufgebrochen. Ja, tatsächlich. Bingo. Das hat er drüber geworfen. Doch, jetzt hat es geholfen. Rüber. Und da ist noch eine weitere Truhe. Mit einem kleinen Schlüssel. Jetzt heißt es jetzt nur ein Backtracken. Wir haben zum Glück noch eine Fee, die uns helfen kann. Wenn wir dann Game Over gehen. Da schützt er uns für einen Game Over. Wilden Mücken, ey. Ich habe jetzt so viele Wintermücken in meiner Wohnung. Die nerven mich immer bei der Aufnahme, ne? Na, komm her. Weg mit euch. Zurück mit euch, habe ich gesagt. Die Tropfen können wir ruhig mal sammeln. Die können uns im Laufe der Zeit noch wichtig sein. So, dann gehen wir mal jetzt hier rüber. Machen wir mal diese Tür auf. Natürlich werden wir auch überrascht von diesen Viechern. Ja. Thank you.
Mann. So wedeln bis zum geht nicht mehr, wie ein Wahnsinniger. Der weicht einfach aus. Schnell in die nächste Tür. Lass mich los! Fies Insekt. Manchmal droppen wir auch ein paar böse Gegner hier. Obwohl ich es nicht drüber schaffen will. Ja, da gibt es auch wieder mal diese Fliegenviecher. Naja. Da hatte ja fast gar niemanden den Bock, die zu triggern. Link ist jetzt sowieso jetzt ein bisschen angeschlagen, aber wird sich dann bald ändern. Mal sehen, wo wir jetzt enden. Anscheinend ein Zwischenboss, der aber ungemütlich sein kann. Ja, das ist der Zwischenboss. Jetzt hat er mich doch jetzt getötet, aber... Mann! Wir müssen einfach nur mit dem Blatt und mit dem Schwert kämpfen. Leider habe ich jetzt mein Netz-DP verkackt. Aber das juckt uns wenig. Und damit haben wir jetzt einen Dungeon-Item jetzt mal bekommen. Jetzt kommen wir etwas ein bisschen voran. Und zwar den Boomerang. Mit dem können wir jetzt natürlich jetzt andere Ziele jetzt treffen. Und ich glaube, den Boomerang will ich mir jetzt so auf den Y-Taste reinpacken. So, anders geht's hier nichts mehr, außer nur zum Bossraum hier. Ich sag, die Karte so dazu. Es gibt noch einige Truhen noch in diesem Obergeschoss. Aber von Markus ist noch keine Spur. Aber ich weiß nicht, warum ist jetzt die Tür da abgeschlossen, aber ich weiß jetzt schon wieso und warum. Den wir ruhig hinbewegen und dort die Kristall hier aktivieren, damit wir endlich rauskommen. So. Und damit hätten wir schon jetzt die Gröbere jetzt hinter uns.
Mann! Naja. So, du stirbst. Und mit den zwei Augen können wir zum Beispiel auch den Bumerang hier erledigen, damit wir hier weiterkommen können. Natürlich gibt es auch hier diese hier mal da. Diese Viecher. Mal diese Sachen hier mal wegschneiden hier. Grenzte Gartenarbeit hier im verbotenen Hain. Und Bingo. Dann haben wir wieder mein Glücksamulett. In der Zwischenzeit werden wir jetzt nur noch alle ganzen Sachen looten, die noch möglich sind, die wir noch übersehen haben. Also da werden wir jetzt noch ein paar Folgen noch haben, bis wir dann zum Boss sind. Dauert es noch eine Weile. Wir haben noch den Boss-Key noch nicht bekommen. So. Oh, nein, 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 ich wollte nicht runterfliegen. Ach, du Vollhorst. Link, du Vollhorst. Ich glaube, wir müssen jetzt noch wieder mal nach oben. Ich glaube, da gab es noch eine Truhe, die ich noch übersehen habe. Dann hoch mit uns. So. Die Plattform bewegt sich immer nach links und manchmal nach rechts, um zur nächsten Plattform zu gelangen. Also jetzt mal anschauen, jetzt die Karte, wo wir jetzt sind. Müssen wir jetzt wieder nach oben. Wegen meiner Ungeschicktheit. Ab nach oben wieder. Na bitte, jetzt sind wir wieder mal einen Stockwerk nach oben gekommen. Mann! Ich voll Damage bekommen. Ja, Kamera, kannst du jetzt bitte mal aufhören, drum zu drehen? Für 10 Sekunden, danke. Die Kamera ist manchmal auch schon ein Witz. Das war auch beim GameCube auch manchmal
Ein bisschen merkwürdig, aber... Auf der Wii U habe ich mir das besser vorgestellt, die Kamera. Aber die, manchmal stellt sich die Kamera nach hinter euch, manchmal stellt es vor euch. Es ist manchmal frustrierend. So, die nächste Truhe möchte ich jetzt auch noch haben. Ja, die befindet sich hier oben. Habe ich jetzt total übersehen. Okay, warte. Anhalten tun wir jetzt mal kurz. Müssen wir so klettern? So, dann gehen wir mal nach oben. Okay. So, ein Schuppen nach oben bitte. Und da ist die nächste Truhe. Also sind noch mehr Schätze drin. Wieder mein Glücksamulett. Na gut, wir haben jetzt einmal das hier hinter uns gebracht. Und ich bin jetzt in die falsche Richtung geraten. Ach, Mann. Naja, im nächsten Part mache ich dann bald weiter. Den ganzen Truhen looten. Aufmachen bitte. Sesam, öffne dich. Ich ignoriere diese Gegner jetzt einmal. So, dann haben wir dann das schnell. Na bitte. So. So, dann haben wir mal diese Blume jetzt mal runterschmeißen lassen. Und damit fliegt jetzt auch diese Bude runter. Um einen weiteren Weg zu bahnen. Na gut. Hätten wir das schon jetzt auch schon bald hinter uns gebracht. Größtenteils. Ich mache jetzt mal wieder mal Energie. Aber da gibt es noch eine Truhe, die will ich jetzt bloß nicht vergessen noch heute. Dann machen wir dann den Part bald später weiter. Sorry, dass jetzt ein bisschen länger der Part wird. Hier befinden sich noch weitere
tun hier. Ich nehme ein Glücksamulett. Nur für das. Ist denn jetzt bitte schon noch mehr Energie? Ich brauche mehr Magic-Energie. Ohne Magic-Energie komme ich ja nicht weiter. Ich schon mein Magic-Meter ist sowieso jetzt auf einem Nullpunkt, aber die tauchen jetzt eher jetzt selten auf. Ach, in manchen Stellen kommen die nur auch vor. Keine Ahnung. Und ja. Unser Blatt kann jetzt nichts mehr helfen. Das müsste jetzt der Bossraum sein, wo wir dann reinkommen werden später. Falls wir jetzt mal schnell die Truhen looten, wir brauchen auch einen Boss-Schlüssel noch, um da reinzukommen. Anders kommen wir nicht rein. Bitte. So, ich glaube, da müssen wir jetzt natürlich jetzt eine Sache hier bewerfen, damit wir dann den Umweg hier machen können. So, damit haben wir jetzt einen kleinen Umweg zum Anfang des Dungeons. Damit. Mann, diese Drecksfiesen können schon richtig lästig sein. Aber tausende Treffer. Ja, ich muss jetzt aber richtig viele Leute jetzt erledigen. Ich hab gedacht, da kann ich jetzt mich auffüllen, aber so wie es aussieht, lag ich total falsch. Ja genau, da ist auch die Karte. Die habe ich ja fast vergessen noch. Bevor wir dann diesen Part jetzt beenden, dann haben wir jetzt ein bisschen eine bessere Übersicht. Wir können auch so damit stunnen, diese Viecher. Ist jetzt so lästig. So, damit haben wir das jetzt auch schon erledigt. Ein bisschen Training haben wir jetzt mal geholt. Die Karte war mir schon, habe ich schon gewundert, wo es jetzt gesteckt hatte. Dann war mir klar, dass es dort irgendwo liegen könnte. So, da ist jetzt der Bossraum. Im Großen und Ganzen haben wir fast alle Räume, alle Sachen gelootet. Im zweiten Stock gibt es noch eine Kiste, die habe ich übersehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich im anderen
Gebiet. Ich bin nicht ganz sicher. So. Du kommst mal rein. Dich habe ich jetzt gebraucht, damit wir dann für den Bossfight jetzt damit wir ein Game Over sparen können. Und nein, ich will ja Game Over gehen, aber ich habe nur keinen Bock drauf. Ich habe letztes Mal in Twilight Princess bin ich jetzt kaum in Game Over gegangen, wie ich mich recht erinnern kann. Ich werde jetzt mal versuchen, jetzt kein Game Over zu kriegen, obwohl die Feen sowieso nicht als tot darstellen. Aber das Game Over zählen. Das mich bewahrt von dem Game Over. Na komm. Machen wir jetzt erstmal die ganzen Gegner hier platt, damit wir dann den nächsten Part weitermachen können. So, damit haben wir jetzt genug Energie, auf die andere Seite zu kommen. So, dann gehen wir mal nach unten im nächsten Part. Dann werden wir dann den Boss-Key finden. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Falls euch der Part gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, die Glocke aktivieren, nicht zu vergessen, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Macht's gut. Euer Red for Nintendo. Ciao.